Servus, hallo, liebe Mystery-Freunde. Ein UFO-Freak, so nenne ich ihn immer ganz gerne, hat mal wieder zugeschlagen. Und zwar ist das der Scott C. Waring. Und der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mit Google Maps oder Google Earth oder was für eine Software er dann gerade jeweils benutzt, unseren ganzen Planeten abzusuchen, aber auch den Mond oder den Mars. Gibt ja auch Google Mars zum Beispiel und Google Moon, um dort Spuren zu suchen, die von Außerirdischen stammen. So ist seine Deutung eigentlich von allem, was er bei Google Earth so findet. Und das ist ja wirklich faszinierend, diese Software Google Earth. Einige Videos, viele Videos gibt es ja schon hier auf diesem Kanal zu diesem Thema. Und auf fischinger-blog.de habe ich ja auch immer mal wieder darüber berichtet. Und natürlich auch über diesen UFO-Freak Roaring. Denn er hat tatsächlich sehr viel Erfolg mit seinen Videos, mit seinen Entdeckungen, die er da so verbreitet. Vor allem, weil die britischen Boulevardmedien das immer wieder aufnehmen. Ich erinnere mich, dass er letztens, weil er entdeckt permanent irgendetwas, auf jeden Fall, dass er letztens einen Roboter entdeckt hat, der in der Area 51 sich befindet, also in Nevada, in den USA. Und dieser Roboter sei riesig, ich glaube, das waren 16 oder fast 20 Meter groß, und der würde sich auch bewegen. Das konnte er eben mit der Timeline bei Google Earth, so wenn man sich ältere Bilder ansieht, konnte er das feststellen, weil da diese Struktur, die er als Roboter deutet, sind eigentlich nur Hallen oder Hangars oder irgend so ein Kram, weil die dann anders aussahen. Und das ist er völlig begeistert und verbreitet es dann über allen möglichen sozialen Medien, was er da wieder für eine sensationelle Entdeckung gemacht hat. Und der findet wirklich permanent irgendwo auf unserem Planeten Flying Discs, Alien-Artefakte, außergewöhnliche Objekte. Das alles ist, muss man immer im Hinterkopf behalten, ganz offensichtlich vergessen worden, das zu vertuschen auf den Aufnahmen, weil jeder kann es ja bequem am Handy, sogar mit der entsprechenden Software oder am PC oder auch im Wohnzimmer mit dem Laptop kann man sich das anschauen und dann eben solche angeblich sensationellen Entdeckungen machen. Aber er ist wirklich, wenn man sich seine Videos das so anschaut und so, er ist wirklich immer ausgesprochen begeistert, was er denn da jetzt wieder gefunden hat. Und er berichtet da in Worten wie fantastisch und oh yeah, my friends, und was er da so erzählt hat. Dann so. Und jetzt hat er vor 3 Tagen wieder ein Video hochgeladen, weil er, weil er mal wieder eine neue Entdeckung gemacht hat, und zwar in Südafrika, ganz in der Nähe von Johannesburg. Das ist eine riesige und sehr bekannte Metropole in Südafrika. Das ist so im Norden von Südafrika. Und da hat er wohl wahrscheinlich wieder aus Langeweile mal alles so sich genau durch angesehen bei Google Earth, und zwar mitten im Nirgendwo, wie er sagt, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Denn mitten im Nirgendwo ist das gar nicht. Die Ausläufer von dieser Metropole Johannesburg sind 10, 15 Kilometer Luftlinie, kann man nachmessen, entfernt. Zum Zentrum sind es ungefähr 40 Kilometer, ist also nicht so weit entfernt. Aber da hat er eben eine Alien Disc, so nennt er das, gefunden. Und ich habe es bei Google Earth dann auch einmal abgefilmt, unten in der Beschreibung habe ich dann auch für euch die Koordinaten mal hineingesetzt, könnt ihr euch rauskopieren und bei Google Earth mal einfügen, könnt ihr euch selber anschauen. Ich benutze übrigens Google Earth Pro, falls es da irgendwelche Unterschiede gibt, wenn ihr das mal selber euch anschaut und wenn ich hier diese Aufnahmen zeige, was ich so abgefilmt habe oder mal rangezoomt habe und so etwas. Aber wie dem auch sei, da liegt tatsächlich ein Gebilde, was ich wirklich interessant finde, deshalb mache ich dieses Video, weil man kann nämlich seine Entdeckung gar nicht alle kommentieren, so viel wie er macht. Das sieht tatsächlich aus wie eine Flying Disc, hat ungefähr, kann man nachmessen da mit der Software, so 12 Meter ist es ungefähr breit, ungefähr 18 Meter lang und scheint so dreistöckig zu sein, mit einer kleinen Kuppel oben drauf. Silbern sieht es aus, metallisch, und das Licht dann so in einem kleinen Wäldchen, und dahin führt eine Straße. Teilweise sieht man auch, wenn man in der Timeline bei Google Earth so zurückgeht, sieht man auch so Bullis oder kleine LKWs oder sagen wir einfach Fahrzeuge, die da offensichtlich sich befinden. Und er spekuliert dann eben, dieses Ding liegt da seit vielleicht 10 Jahren oder so, sei da gelandet. Er glaubt auch Landebeine zu erkennen. Tatsächlich sieht man da so eine längliche Struktur, die davon abgeht. Und ist auf jeden Fall ganz sicher, hier hat er ein außerirdisches Flugobjekt gefunden, was da meinetwegen 10 Jahre schon geparkt ist.
im Nirgendwo, in Anführungszeichen. Ich finde das absolut fraglich, aber absolut spannend auch immer wieder. Google Earth ist sowieso immer wieder sehr spannend, weil man da kuriose Dinge entdecken kann. Aber meiner Meinung nach findet man nicht irgendwelche außerirdischen Technologien. Das würde, wenn es denn so wäre, meiner Meinung nach garantiert retuschiert werden. Aber er hat eben da seine fliegende Untertasse gefunden. Aber er hat etwas ganz übersehen, denn wenn man sich sein Video ansieht, ich glaube, es geht 6 Minuten oder so, voller Begeisterung berichtet er da von der fantastischen Entdeckung. Es ist 2013, zumindest bei Google Earth Pro, was ich benutze, zu sehen, dass es da gerade Bauarbeiten gibt. Also diese seltsame Struktur, dieses UFO da, was da gelandet ist oder abgestürzt, ja, abgestürzt eigentlich nicht, abgestürzt UFOs kennen wir aus den USA vor allen Dingen. Das sind diese Modelle hier, Corona 1947, New Mexico, und natürlich Roswell 1947, so, das sind so ein paar Deko-Modelle. Das kennt ihr natürlich, sind so die klassischen Fälle, aber soll es ja auch weltweit gegeben haben. Und hier, glaubt ihr, das ist tatsächlich einfach nur gelandet und geparkt, warum auch immer. Aber man sieht eben, dass 2013 dort offensichtlich Bauarbeiten stattfanden. Das heißt, dieses Ding ist kein außerirdisches Raumschiff, keine Alien-Disc, sondern das wurde gebaut. Kuppelförmig, vielleicht zeltartig. Ob es jetzt wirklich aus Metall ist, kann man natürlich so in diesen schlechten Aufnahmen nicht sagen, nicht so erkennen. Sieht halt tatsächlich so aus. Aber das ist eher ein Unterstand, vielleicht eine Hütte, ja, dafür ist es ein bisschen groß. Was es ist, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht da gewesen, habe mir das angeguckt. Aber das ist offensichtlich etwas ganz völlig normales, vielleicht ein Stall einfach so gebaut, der entsprechend so ein Dach bekommen hat, damit die Tiere, die da drin sind, vielleicht Kühe oder so, damit sie nicht nass werden. Und dann kommt man eben auf eine, naja, kam eben eine ungewöhnliche Struktur heraus. Warum sollte zum Beispiel ein Stall so eine Kuppel haben? Aber dass da gleich der Roaring, ich weiß gar nicht, wie kommt der da auf die Idee, so etwas zu finden? Was macht der den ganzen Tag alles? Dass man da jetzt direkt ein UFO sieht, finde ich ein bisschen extrem übertrieben und viel zu obskur. Aber ich wollte euch auf dieses seltsame Gebilde da mal hinweisen und deshalb auch eben unten in der Beschreibung dieses Videos die Koordinaten, dass ihr euch das selber einmal anschaut, weil es ist schon kurios, es ist eine tolle Software, was man da alles sieht, was man da alles finden kann, was es da für kuriose Bildfehler natürlich auch gibt, ganz klar, so Pixelfehler und so etwas, das ist natürlich jetzt in diesem Fall kein Pixelfehler, da ist wirklich tatsächlich irgendetwas gebaut worden, so 2013, das Bild ist vom Oktober 2013 und das nächste Bild spukt mal weiter, ist dann erst von 2015, da ist dieses UFO dann schon da, aber wirklich spannend, wirklich kurios, ich weiß nicht, ich habe keine Zeit dafür, mir den ganzen Tag den Planeten anzuschauen und dann noch den Mond und den Mars, um solche spektakulären Entdeckungen zu machen, aber was haltet ihr davon, gebt mal ein Feedback und wenn euch dieser kleine Ausflug in die Welt von diesem Scott Roaring gefallen hat, gerne natürlich auch ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben und ein Feedback eben, dann sage ich mal, tschüss ihr Lieben, bis zur nächsten Folge, euer Lars.